Hallo und willkommen bei Teil 2. Ankunft neuer Schrottautos plus neue Autos. Also nicht alles, was ihr jetzt seht, ist aus Schrott. Das ist ja schon mal etwas, oder? Mal Abwechslung. So, wir fangen mal auch mal direkt mal an, weil das wird wahrscheinlich wieder so ein gute 5 bis 10 Minuten Video werden. Burago. Porsche 993 von Burago. Mal wieder ist hier der Scheibenrahmen durchgebrochen. Das ist echt eine Seuche bei den Cabrios. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch ein intaktes Modell habe. Hier ist aber eine Porsche-Ecke. Auf den ersten Blick sieht es schlecht aus. Da könnte ein blaues Cabrio sein. Vielleicht kann ich die Windschutzscheibe von dem ausbauen, indem ich ein Cabrio unten einbauen. Und dann wäre ein Modell wieder safe und ein anderes wieder schrottreif. Ja, ansonsten Radaufhängung nicht kaputt. Das ist ja schon mal positiv. Dann die schöne Turbohaube hinten, auch positiv. Jetzt gehen wir mal hier rüber zu dem Mercedes 500K von Burago. Der ist ein bisschen schmuddelig, ein bisschen aufbereiten, sauber machen. Und dann kann er, denke ich mal, wieder in den Verkauf gehen. Bugatti Typ 59, er kam auf den Schrott, war Rad abgebrochen. Mercedes 300 SL Roadster, der gute Burago. Zu den verpackten Autos komme ich gleich. Wir machen erstmal die ohne Verpackung. Burago ohne Windschutzscheibe, sonst aber in Ordnung. Mal gucken, vielleicht habe ich auf dem Schrott noch ein paar kaputte davon. Vielleicht hat er einer eine Windschutzscheibe. Ein Mercedes SSKL Sport. Gut zu erkennen mit den kurzen Kotflügeln. Und ohne Stoßstange und so ein Gedöns. Der wurde jetzt hier auch auf Schmuddel gemacht. Der wurde dreckig und matschig gemacht. Warum? Keine Ahnung. Ist so. Keine Ahnung, was ich mit dir mache. So ist er natürlich nicht so tolle. Ein Ferrari 250 Testarossa mit abgebrochenem Auspuff und Chrom blättert ein bisschen ab. Aber dafür Windschutzscheibe intakt und der Schaltknopf nicht abgebrochen und beide Rücklichter dran. Das ist inzwischen wirklich eine Rarität geworden. Radaufhängungen brechen momentan auch gerne durch bei diesem Modell. Und die Windschutzscheibe natürlich auch ein absolutes Thema. Bugatti Typ EB110. So. Auch der ist leider kaputt. Da fehlt ein Spiegel. Da war eigentlich mal ein Spiegel mal dran. Aber der hat sich gedacht, ich gehe einen anderen Weg als die Karosse. Und deswegen fehlt die jetzt. Blöd. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe noch einen schwarzen hinten auf dem Schrott liegen. Mal gucken, ob der die linke Türe noch hat. Ein Ferrari 348 TB Race vom Burago. Innenausstattung fehlt teilweise. Man wollte anscheinend einen richtigen Rennwagen draus machen und hat einen Einsitzer gemacht, aber irgendwie ist das teilweise auch gelungen. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich das Werk vollenden. Das wäre echt cool. Aber ich merke schon, vorne ist die Achse defekt, also die Lenkung funktioniert nicht richtig. Hier ist das Rad nämlich gerade. Und hier guckt es raus. Ein Mercedes 190 SL von Ertel. Rad abgebrochen, Spiegel fehlt. Und taufrisch sieht er auch nicht mehr aus. Da fehlt ein Türgriff. Na, der ist Schrott. Der wird in die Verwertung gehen. Ein BMW MZ3 von Burago. Rad hinten abgebrochen. Ich denke mal, ich werde den wieder parieren. Unterböden habe ich ja ohne Ende. Meistens habe ich immer welche mit Lackschäden oder defekter Windschutzscheibe oder fehlenden Rädern. Weil die Räder sind nämlich sehr begehrt. Man baut die gerne in anderen Autos ein. Die sehen auch cool aus. Und deswegen kriege ich auch mal so viele rein, wo die Felgen fehlen. Ausnahmsweise ist hier nur ein Rad abgebrochen. Porsche 356B von Burago. Soweit in Ordnung, geht in den Verkauf. Ein Mercedes SSKL Sport mit der Startnummer 15. Decoy-Schäden, aber sonst eigentlich auch tutti. Okay, Stern fehlt. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Alfa Romeo Monza, Burago, Windschutzscheibe fehlt. Ferrari 250 GTO von Burago. Lenkung hat sich ausgehakt, muss ich nur wieder einhaken und dann ist er wieder tutti. Mercedes SSK, der ist leider Schrott. Der hat Lackschäden, Windschutzscheibe fehlt und. Der geht wahrscheinlich als B-Ware weiter oder sowas. Eine Viper von Burago, bis jetzt ist mir nur aufgefallen, dass der Sitz abgebrochen ist. Wenn das nur der Sitz ist, werde ich das reparieren, also kleben. Und dann kann er auch wieder in den Verkauf gehen.
Wobei, irgendwas stimmt hier auch hier mit dem Scheinwerfer nicht. Das sieht ganz komisch aus. Ich glaube, der stand zu nah an der Sonne oder irgendwie sowas. Jaguar E-Type Burago. Natürlich fehlt da der Blinker und ein Rücklicht. Das ist auch so der Klassiker bei dem Kackding. Dann einmal ein VW Käfer von Solido mit Sturzschaden. Da geht die linke Tür nicht mehr richtig zu. Und da seht ihr so einen kleinen silbernen Punkt. Da. Da ist er anscheinend mal draufgefallen. Und das Dach ist staucht. Und ja, Schrott. Und beide Räder hinten abgefallen. Eins liegt bei, glaube ich. Das andere fehlt, meine ich. Leider Schrott. Aber er hat wertvolle Teile und könnte damit ein toller Spender werden. Teilespender werden. Ein Audi TT von Revell. Da fehlt die linke Türe. Sonst soweit in Ordnung. Wieder ein Bugatti Typ 59. Da fehlt nur die Windschutzscheibe. Ein Ferrari F40 von Burago. Der rollt ein bisschen schlecht. Ich wüsste nicht warum. Ich werde den einmal durchchecken. Und wenn nichts will, das ist, dann geht er in den Verkauf. Und zu guter Letzt, nicht ganz zu guter Letzt, Martin. Ich bin noch nicht fertig. Ein Mercedes SSK Sport. Auch der ist leider Schrott. Windschutzscheibe fehlt, Scheibenrahmen defekt. Und. So, jetzt gehen wir noch hier. Porsche 356B Burago. Bisschen dreckig, Windschutzscheibe fehlt. Mercedes 311 von Burago. Windschutzscheibe fehlt nicht, die liegt hier lose drin. Muss ich nur wieder zusammenbauen, durchchecken, ob nichts abgebrochen ist oder sonstiges. Dann kann er in den Verkauf gehen. So, jetzt gehen wir mal hier. Mercedes, was haben wir hier? Müsste der Leichenwagen sein. 600er Pullman als Leichenwagen. Boah, ich weiß gar nicht, was der hat. Keine Ahnung, ich muss mal aufmachen, gucken, was mit dem ist. Höchstwahrscheinlich ist ein super Teil abgebrochen und. So, jetzt kommen wir zu den verpackten Autos. Es sind insgesamt fünf Modelle. Zwei Citan und drei T-Klassen. Und wir fangen hier mit der T-Klasse an. Die sind nicht defekt, die kamen flammenneu direkt von Mercedes zu mir. Guck mal, da könnt ihr mich sehen. Kam direkt zu mir. Und auch das Citan. Und noch ein T-Modell. Ich glaube, die T-Modelle sind alle in Kubanik. Nee, schwarz. Rubel. Was? Rubelit. Trott. Nee. Rubelit. Rot Metallic. Alter, habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Citan sind grau. Ein Kastenwagen geschlossen hinten. Der auch. Und das Tiermodell. Welcher Hersteller ist das denn überhaupt? NZG. Ah, okay. Ja, die habe ich direkt von Mercedes bekommen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das waren noch nicht alle Modelle. Das ist jetzt, was das gerade hier so auf den Tisch passt. Da hinten im Flur stehen noch zwei, drei Kartons mit einem sehr berühmten Modellauto, was wahrscheinlich fast alle von euch kennen. Das wird auch wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch wieder ein Highlight-Video werden mit massig an Klicks, hoffe ich. Ihr könnt euch schon vorstellen, was für ein Modell das ist. Es ist bunt. Bunt und kommt aus Dortmund. Schreibt in den Kommentaren, was denkt, welches Modell das sein könnte. Das wird auf jeden Fall zerlegt. Das wird ja natürlich wieder so ein heißes Thema werden. Mit viel Diskussion und vielen Dislikes. So wie immer. Ganz viele Dislikes immer kriege ich dafür, wenn ich eins dieser Modelle zerlege. Ja. Aber ist halt so. Man kann nicht jeden damit glücklich machen. Ja, das war's fürs Erste. Ja, oh, guck mal, habe ich ja fast eine Punktlandung geliefert mit 10 Minuten. Ja, hier oben wird es langsam ein bisschen lichter, Gott sei Dank. Von dem Citan und T-Modell werde ich jeweils einen zerlegen. Der Rest geht in den Verkauf, weil ich will euch auch zeigen, was ihr für euer Geld bekommt. Ein Citan und ein T-Modell habe ich bis jetzt noch nie zerlegt. Deswegen bin ich auch schon ein bisschen gespannt, wie das sein wird. So, das war's von mir. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Abonniert, liked, kommentiert vor allem. Und ja, checkt den Shop ab, weil das meiste kommt ja irgendwie da irgendwann mal da rein. Entweder in zerlegter Form oder im Ganzen. Das entscheide ich dann spontan. Ja, abonnieren nicht vergessen. Das ist immer so ein wichtiges Ding. Ne? Kennt ja schon die ganzen Kamellen. So, das war's von mir.
Bis nächstes Mal. Dankeschön und tschüss.